Die Erfurter Tage des Arbeitsrechts gelten zwischenzeitlich als bedeutendste arbeitsrechtliche Fortbildungsveranstaltung in den neuen Bundesländern. Fachanwälten und Personalverantwortlichen aus Unternehmen und Behörden sowie allen arbeitsrechtlich Interessierten wird eine Diskussionsplattform auf hohem Niveau geboten. Die Veranstaltung finde ich jetzt fachlich sehr, sehr gut, weil wir hier Richter vom Bundesarbeitsgericht haben, die vortragen. Das hat man also bei wenigen Veranstaltungen hier im Raum. Hat natürlich nicht mit der Nähe zum Gericht zu tun. Insofern ist die Veranstaltung wirklich vom Fachlichen her hervorragend. Ich treffe hier sehr viele erfahrene Kollegen, eine ausgezeichnete Auswahl von Referenten. Ich verspreche mir davon, dass man neben dem Erfahrungsaustausch auch viele neue Erkenntnisse mitnimmt. Ich gehe heute mit viel neuem Wissen raus, die ich dann auch morgen anwenden kann, theoretisch. Das finde ich auch sehr vorteilhaft. Man hat nicht alltäglich den Kontakt zu Koryphäen des Arbeitsrechts, wie großartigen Wissenschaftlern Professor Thüsing, Professor Hensler war schon hier, dann Vorsitzende Richter des Bundesarbeitsgerichts. Also da in den Dialog zu treten, das ist eigentlich für einen jungen Kollegen einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und von daher freue ich mich jedes Jahr, hier wieder teilnehmen zu können. Richter des Bundesarbeitsgerichts und führende Vertreter des wissenschaftlichen Schrifttums kommen mit Praktikern des Arbeitsrechts zusammen. Hierbei zeigt sich, dass der Veranstaltungsort Erfurt hervorragend gewählt ist. Am Standort des Bundesarbeitsgerichts ist es geradezu selbstverständlich, dass man auf hohem Niveau arbeitsrechtliche Fachdiskussionen führen und Gespräche mit prominenten und weniger prominenten Richtern des Bundesarbeitsgerichts entfalten kann. Aber nicht nur Teilnehmer profitieren vom Dialog. Auch Referenten kommen immer wieder gern zu den Erfurter Tagen des Arbeitsrechts. Ja, wir erörtern die Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, manchmal positiv, manchmal etwas kritisch. Und natürlich dann auch so ein bisschen, was so neben den Fällen liegt, auch schön für mich auch dann mal mit den Anwälten ins Gespräch zu kommen, weil ich ja selber von Beruf Richter bin. Und da kann man sich austauschen und mal so ein paar Dinge besprechen, die man so im Sitzungssaal normalerweise nicht ansprechen kann. Die hervorragende Qualität der Vorträge und lebhafte Dialoge stehen im Vordergrund der Fortbildungsveranstaltung für Rechtsanwälte, die zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Anwaltschaft, Wissenschaft und Rechtsprechung beiträgt. Aber auch das Ambiente der Thüringer Landeshauptstadt weiß zu begeistern. Ich bin vor 10 Jahren schon beruflich 2 Jahre in Erfurt gewesen, meine Frau ein paar Jahre später auch nochmal 2 Jahre. Und wir waren beide ganz begeistert und freuen uns immer wieder, wenn wir nach Erfurt kommen, und haben auch gestern nochmal die Stadt besichtigt und haben es immer noch genauso schön vorgefunden wie in der Zeit, als wir hier auch beruflich tätig gewesen sind. Die Räumlichkeit ist toll, das Hotel ist, finde ich, traumhaft schön. Erfurt ist eine tolle Stadt, also fühle mich sehr wohl hier. Die Erfurter Tage des Arbeitsrechts. So spannend kann Arbeitsrecht sein.